Gerade in aller Munde die mehr als positiv ausgefallene Studie von der US-Großbank Morgan Stanley zu Tesla mit einer Preisvaluation von über 400 Dollar die Aktie. Wir schauen uns heute mal an, wie diese Studie einzuschätzen ist, wie die Valuierungstabelle wirklich ausschaut, also die Price Matrix, denn wir haben die Studie hier vorliegen, 66 Seiten, durch die ich mich durchgewühlt habe. Wir wollen uns aber nur eine Seite davon anschauen. Ich möchte Sie da auch nicht weiter mit den fundamentalen Daten dann quälen und dann schauen wir uns mal ganz genau an, was sagt denn unsere Elliott-Wellen-Analyse zur aktuellen Erwartung von Tesla und wo gäbe es eine weitere Möglichkeit, um einzusteigen. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute mit einer weiteren Marktanalyse, die sehr oft in dieser Woche angesprochen wurde, wahrscheinlich deshalb, weil die neue Morgan Stanley Studie rausgekommen ist. Ja, der US-Bank, die, ja, man kann es schon, wie das Manager-Magazin hier richtig schreibt, eine Jubelstudie nennen. Jubelstudie zu KI-Rechner Dojo lässt Tesla-Aktie springen. Wenn Sie übrigens was zurückgeben wollen für unsere kostenlose Leistung hier, dass wir einen weiteren Titel analysieren, schreiben Sie gerne einen Kommentar rein. Damit helfen Sie und natürlich immer mit einem Daumen nach oben, dann wird es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen. Also, starten wir los. Seit Jahren arbeitet Tesla an seinem Superrechner Dojo, um beim autonomen Fahren voranzukommen. Nun lobt die US-Bank Morgan Stanley Dojo in den höchsten Tönen und setzt für die Tesla-Aktie ein Kursziel von 400 Dollar an. Ist insofern interessant, weil wir ja unsere eigenen Kursziele haben, die sich aber komplett anders berechnen. Morgan Stanley arbeitet sich quasi in 66 Seiten am Unternehmen ab und am Supercomputer Dojo, um daraus eine Preisprognose zu machen. Und wir nutzen ja die Informationen, die bereits im Chart eingepreist sind, also im Kurs von Tesla, welches das gesamte Kauf- und Verkaufsverhalten aller darin investierten Anleger widerspiegelt und prognostizieren daraus unsere Kursziele, frei von jeglichen Emotionen, rein auf Basis mathematischer Ergebnisse. Schauen wir uns gleich an. Ja, grundsätzlich kann ich diesen Artikel mal empfehlen, wer sich ein bisschen näher damit auseinandersetzen möchte, nicht so tief reingehen möchte, sich die ganze Studie anzuschauen. Wir verlinken den Manager-Magazin unten in der Videobeschreibung, dass sich das alle auch gerne mal anschauen können. Jetzt werfen wir doch aber mal einen Blick auf die Studie selbst, schauen uns das Ganze an. Ja, hier ist sie, die gute Studie von Morgan Stanley, 10. September 2023. Es sind insgesamt 66 Seiten. Unlocking Teslas AI Mojo, enter the Dojo. Da haben sie also auch ein Wortspiel genutzt. Was ist denn ein Dojo im asiatischen Raum? Viele von Ihnen, die vielleicht noch die alten Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme Filme, die ganzen alten Kung-Fu-Filme, die ich in meiner Jugend so gerne angeschaut habe, The Drunken Master oder auch Bruce Lee, die haben sich ja oftmals die Kampfszenen in einem Dojo abgespielt, also im asiatischen Raum ein Ort, an dem Kampfsport betrieben wird, also eine Kampfsportschule ist ein Dojo. Und so heißt auch dieser Supercomputer. Wir können das gerade mal, das erste Intro, was hier geschrieben wird, die Einschätzung, habe ich auf Deutsch übersetzt und das können wir uns gerade mal durchlesen. Das autonome Auto wurde als die Mutter aller KI-Projekte bezeichnet. In seinem Bestreben, eine Lösung für die Autonomie zu finden, hat Tesla eine fortschrittliche Supercomputing-Architektur entwickelt, die neue Grenzen für kundenspezifisches Silizium setzt und Tesla einen asymmetrischen Vorteil in einem 10-Billionen-Dollar-Markt verschaffen könnte. Das ist schon mal eine sehr, sehr hohe Einschätzung, aber da sind Sie ja nicht die Einzigen, welche den KI-Bereich und dann den autonomen Auto-KI-Bereich sehr, sehr hoch einschätzen als die Zukunft. Man geht ja davon aus, dass in Zukunft quasi fast alle Fahrzeuge dann autonom gefahren werden könnten. Wenn Sie mich fragen, eine weitere Möglichkeit, Kontrolle über die Menschheit zu bekommen, denn dann nimmt man ihnen auch die Entscheidungsgewalt der Autofahrt weg und steuert auch diesen Bereich komplett. Ja, und jetzt schauen wir uns mal hier auf der Studie. Da ist ja übrigens Adam Jonas hier mit hier 7 weiteren Personen hat er an der Studie gearbeitet. Wir wollen jetzt aber mal hier auf den wichtigen Teil gehen, bevor wir dann zu unserer Marktanalyse kommen, rein auf Basis der Charttechnik. Und zwar Seite Nummer 39. Und zwar ist es hier Tesla Valuation Matrix. Ja, man sieht hier die Inputs, von wann die Informationen reinkommen. Current Share, Diluted Shares, Outstanding. Hier sehen Sie viele, viele Informationen. Wenn wir hier mal runtergehen und wir schauen uns jetzt hier diesen Bereich an,
Ich hoffe, man kann das sehen hier. Dann sieht man, aktuell ist die Valuation bei ca. 867 Milliarden und bei einem Aktienpreis von 400 Dollar, die Tesla-Aktie, wären wir bei 1,4 Billionen, also 1.400 Milliarden US-Dollar Firmenwert, anhand dessen Sie sich dann einen Aktienpreis von 400 Dollar die Aktie ausrechnen. Sehr interessante Studie, kann man sich gerne mal anschauen, wenn man hier eintauchen möchte. Wir können auch das gerne hinterlegen. Da wird natürlich extrem in die Tiefe gegangen. Jetzt schauen wir uns mal direkt unsere Chartanalyse an und die Frage, sind wir denn selbst in Tesla investiert? Was planen wir als nächstes? Was ist unsere strategische Vorgehensweise bei Tesla? Schauen wir uns als erstes mal an, sind wir investiert? Ja, Tech33-Paket, das ist ja unser Aktienpaket mit den 33 Tech-Werten, die wir darin investieren, wo wir klare Anweisungen geben, welche Werte wir kaufen, welche Werte wir verkaufen, Positionsanpassungen, wo ziehen wir einen Stop ein, wo machen wir einen Teilverkauf, wo versetzen wir eine Position, wie stellen wir uns auf und wie viel allokieren wir einer Position zu. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, year to date, seit dem 1. Januar 2023, stehen wir jetzt tagesaktuell gerade mit 30,27% im Plus. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, zweite Position von oben ist nach Palantir gleich Tesla. Wir haben eine Allokierung von ganz knapp 14% an unserem Gesamtportfolio sind die Anteile von Tesla und wir stehen damit jetzt tagesaktuell gerade 85,47% im Gewinn. Man kann hier das gerne mal stoppen, sich die restlichen Positionen anschauen. Wir sind ja mit bis auf zwei Positionen mit einem Gewinn. Aktuell noch leicht im Verlust bei PayPal Holdings mit 4,9 und bei Block mit 20,04. So, und jetzt wenden wir uns mal direkt dem aktuellen Chartbild zu. Das sind ja jetzt Elliott Wave Charts und Elliott Wave Berechnungen. Was Sie hier sehen, sind sogenannte Trendwendebereiche. Die sind jeweils ausgegraut. Dadurch unterscheiden sie sich vom aktuellen Trendwendebereich der aktuellen Zielzone. Diese hat eine Farbe und hat verschiedene Fibonacci-Kennziffern daran. Das ist deswegen so, weil wir davon ausgehen, dass der Markt hier reinkommt. Wir haben die relevanten Unterstützungsbereiche, die die Trendwende dann fördern sollten, also woran der Kurs dann schlussendlich abprallt, um die Trendrichtung von einer bärischen Bewegung wieder in eine bullische Bewegung zu starten, begünstigen sollen. Ja. Und zwar ist das hier unser präferiertes Kurslevel, das 61,8er Fibonacci, der goldene Schnitt bei 208 Dollar. Also mal ganz kurz, um das Ganze mal hier aufzugleisen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die wir sehen, wie sich das Ganze jetzt ausspielen könnte. Entweder unser sekundäres Szenario zu immerhin 40%, das ist doch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, das ist aber an Bedingungen gebunden. Zu 40% haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch das bisherige Zwischenhoch durchbrechen. Das Zwischenhoch hat sich am 19. Juli 2023 ergeben bei einem Kursstand von 299,29 Dollar. Wenn wir hier nachhaltig durchgehen, ein nachhaltiges Überschreiten bedeutet, dass wir die 299,29 durchbrechen, es dann nochmal antesten, also die dann Unterstützung antesten und von dort aus weiterlaufen. Das ist ein nachhaltiges Durchbrechen. Dann würden wir hier weiterlaufen. In so einem Fall, weil es ja gleich jetzt die Frage kommt, wie gehen Sie dann mit Einstiegen um, mit weiteren Einstiegen? Wir planen noch einen weiteren Einstieg bei Tesla. Insofern würden wir warten, dass der Markt dann nochmal zurückkommt. Das wird er, wird hier nicht in einer geraden Linie, wenn er durchbricht, weiterlaufen. Und dann würden wir die Gegenbewegung, den Abschluss des Dreiteiler-Gegenbewegung, würden wir nutzen und würden dann, ich zeichne das jetzt mal ungefähr ein, ungefähr in diesem Bereich eine weitere Kaufzone hinterlegen, würden eine E-Mail verschicken, wir steigen weiter ein mit allen Daten und Koordinaten zum Einstieg. So, noch ist es nicht so weit. Primär zu 60% Wahrscheinlichkeit gehen wir davon aus, dass der Markt, auch wie er hier jetzt gerade hochkommt, eine B ausbaut und dann in der Welle C zum Abschluss der in Magentafarben gehaltenen 2 hier noch einmal runterkommt und wahrscheinlich ein neues marginales Tief macht. Ich sage deshalb ein marginales Tief, weil wir ja bereits hier am 18. August das Tief bei 212 Dollar hatten. Wir würden dann also noch mal ganz leicht runterkommen in den Bereich von 208 bis 183. Unser präferiertes Ziel wären diese zwei Fibonacci-Level zwischen dem 61,8er und dem 78,6er Fibonacci hier drin, dass er hier nochmal runterkommt, die Trendwende vollzieht. Das wäre für uns sehr gut. Warum?
Morgan Stanley hat ja ein Ziel von $400 ausgegeben. Wir schauen gleich mal, ob wir da bärischer oder bullischer eingestellt sind. Wir hätten aber die Möglichkeit, alleine bis zu den $400, denn das ist ein sehr, sehr signifikantes Level, dass wir quasi hier nochmal die Chance hätten, uns zu verdoppeln. Denn wir gehen aktuell noch nicht davon aus, dass wir jetzt hier direkt durchbrechen. Also die höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir hier nochmal durchkommen, dann würden wir hier definitiv auch nochmal eine Nachricht verschicken, sobald wir sehen, dass der Markt hier unten dreht, sobald Momentum in den Markt reinkommt, wir sehen, dass eine Volumenzunahme ist, verschicken wir eine Nachricht an die Abonnenten des Tech33-Paketes, dass wir hier ein weiteres Mal einsteigen. So, was ist der langfristige Ausblick bei Tesla? Dazu gehen wir jetzt auf unserem Multijahreschart auf Two-Day-Basis. Das heißt also, jede Kerze repräsentiert 2 Tage und hier sieht man schon das bisherige Allzeithoch, welches am 8. November 2021 etabliert wurde, bei $414.50, ist hier auch wirklich ein sehr, sehr großer, massiver Widerstand nach oben. Ja. Wir hatten das ja mehrmals versucht, hier anzulaufen. Einmal im Januar 2022 kam dann hier marginal nochmal ungefähr ran an dieses Level. Da waren wir dann bei ca. 385. Das war im April 2022. Wir gehen davon aus, dass es sich auch erstmal hier abkämpfen wird. Sehr langfristig gesehen sehen wir hier aber nochmal deutlich höhere Preise, also rein auf Basis unserer Berechnungen. Wir hatten ja die letzte Kaufzone hier, den letzten Trendwendebereich, der hat auch funktioniert. Wir sind hier reingekommen. Der Markt ist von seinem bärischen Trend, den er seit dem All-Time-High ausgebaut hatte, war er hier an einem bärischen Trend, hat die A, B, C-Korrektur abgeschlossen. Wir lagen also richtig mit unserer Einschätzung, hat hier dann bei $101.20 die Trendwende vollzogen und ist seitdem schön angestiegen, wenn wir das anschauen. Seit dem Tief hat der Markt bis jetzt aktuell ca. 182% zugelegt. Wir gehen davon aus, dass in der übergeordneten Welle 3 hier ein Mindestziel, das ist wie gesagt in einigen Jahren, das ist auf Multijahresbasis, wenn man sich anschaut, vielleicht in 10 Jahren wäre sowas möglich, dass wir hier die $771 erreichen könnten. Das wäre das 161,8er Fibonacci. Deswegen, und das habe ich auch in vielen anderen Videos schon gesagt, ist Tesla für uns definitiv eine Aktie, die man auch für sehr, sehr langfristige Investoren, die sagen, ich möchte mir sowas quasi in mein Depot legen bis zur Rente. Ich finde es zwar immer so schwierig, so nicht drauf zu schauen, einfach zu sagen, ich lege das jetzt mal 30 Jahre rein, aber ich bin sicher, Tesla ist ein Unternehmen, das man sich hier auf sehr langfristige Sicht reinsetzen kann und beispielsweise hier unsere Einstiege immer wieder nutzen, um immer wieder an strategisch interessanten Punkten nachzukaufen. So, ich hoffe, das Ganze hat Ihnen heute einen guten Ausblick gegeben, was wir erwarten, was die 2 Szenarien sind, die wichtig sind für uns jetzt. Erstes Ausbruchsszenario, dann warten wir auf den Rücksetzer, um einzusteigen. Oder wir kommen jetzt in der C-Welle nochmal zurück, schauen uns das Ganze an und würden dann eine Nachricht verschicken für den nächsten Einstieg. Ich wünsche Ihnen allen jetzt wunderschöne Tage. Machen Sie es gut. Danke.